So, guten Morgen. Wir sind gerade am Üben für die AP beim Deutschen Brackenverein oder Deutschen Brackenclub mit dem Donchi Polzi Braxel vom Wiedersheil. Besitzer und Eigentümer ist Carsten Hoffmann aus Hamburg. Wir sind hier in dem Revier Großbrese bei dem Jagd auf Siamakes Scham, ist meine Wenigkeit. Und sind jetzt auf der Suche nach einem Hasen. Viele Donchi-Führer sind der Meinung, dass die Hasenarbeit für den Donchi nicht zweckmäßig ist. Wir sehen das etwas anders, weil ein Hund, der auch eine vernünftige Hasenspur arbeitet, einen Finder will entwickelt, wo er auch anderes Wild findet. Und das ist wichtig. Bracken sind schon seit eh und je auf der Hasenspur geführt worden. Das hat auch nichts mit der einzelnen Rasse zu tun, denn die schwarze Bracke, der Slovenski Kopov vom Schwarze Brackenverein, macht es genauso, nur dass er gleichzeitig noch in der Anlagenprüfung noch das schwarze Gatter hat. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie das jetzt funktioniert heute. Es ist jetzt trocken, es hat lange, lange geregnet. Wir suchen uns jetzt die Flächen aus, wo wir mit dem Hund vielleicht einen Hasen antreffen werden. Mal sehen, bislang haben wir nur Rehwild vorgehabt, aber vielleicht haben